4712 zu 55. Drei Teams arbeiten im Feld für Maika und Co. Sie ist nicht gut aus Direct Energy, mit Shelton Scott und Education First schalten sich im Hauptfeld in die Nachführarbeit ein. 4512 zu 51. Maika muss hart kämpfen. Maika, Küng, Pellizzotti und Passolon müssen sehr viel investieren, um den Vorsprung aufs Hauptfeld auszubauen. Hinten bleibt es unruhig und das Tempo hoch. 4412 zu 50. Gruppe um Chavanel gestellt. Edward Theons vom Team Sunweb führt das Peloton wieder an Mollema, Impey und Chavanel heran. 4212 zu 49. Dunkle Wolken im Himmel ziehen düstere Wolken auf. Eigentlich ist für heute kein Regen vorhergesagt. 4112 zu 48. Mollema springt hinterher. Der Bauke Mollema, Südafrikas Meister Daryl Impey und der Belgier SEP Venmarke treten an und fahren zu Chavanel auf. 4012 zu 47. Chavanel setzt nach im Feld. Ist man sich uneinig, ob man den Ausreißern folgen soll. Sylvette Chavanel von Direct Energy setzt jetzt im Alleingang nach. 3912 zu 45. Maika macht Tempo vor allem Rafael. Maika setzt sich enorm dafür ein, dass die Gruppe entscheidend vom Feld wegkommt. Kein Wunder, denn die Konstellation ist für den Bora-Fahrer optimal. Bagui und Alaphilippe, seine Konkurrenten im Kampf ums Bergtrikot, sind hier nicht mit dabei. 3812 zu 43. Mehrere Fahrer wollen hinterher. Die Fluchtgruppe scheint wegzukommen. Hinten gehen noch ein paar Fahrer hinterher, viele andere nehmen aber die Füße hoch. 3712 zu 43. Maika attackiert eine Gruppe mit Franco Pellizzotti, ITA, Stefan Küng, SUI, Rafael Maika, Pol und Andrea Pascalon, ITA, setzt sich ein gutes Stück vom Hauptfeld ab. 3512 zu 42. Tränengas als Auslöser über Radiotour sagt Tourtechnikdirektor Thierry Gouvenou, dass die Fahrer von Tränengas erwischt wurden. 3312 zu 39. Uneinigkeit im Feld. Einige Fahrer und Teams zeigen sich wenig begeistert darüber, dass wieder Fahrer attackieren, wo andere infolge des Pfefferspray-Angriffs noch mit sich zu kämpfen haben. 3312 zu 37. Peloton beschleunigt das Feld, nimmt wieder Fahrt auf und die ersten Fahrer attackieren. 3312 zu 37. Rennen freigegeben. Nach 2 Kilometern zum erneuten Einrollen gibt Christian Prudhomme das Rennen wieder frei. 3112 zu 34. Rennen noch neutralisiert. Das rote Fahrzeug von Tourboss Christian Prudhomme fährt erstmal vor dem Feld her. Das Rennen bleibt also für den Moment neutralisiert. 3112 zu 34. Sagan wieder im Feld. Aufatmen bei allen Sagan-Fans. Peter der Große beschleunigt und fährt schnell wieder ins Feld auf. 3112 zu 33. Sagan hinter dem Feld. Sagan scheint es noch nicht so richtig gut zu gehen. Der Weltmeister fährt hinter dem Feld her. 3112 zu 32. Rennen geht weiter. Es scheint allen Fahrern besser zu gehen. Langsam setzt sich das Peloton wieder in Bewegung. 3112 zu 32. Pfefferspray der Bauern oder Tränengas der Polizei. Aktuell wird darüber spekuliert, dass die Beschwerden der Fahrer auch durch Tränengaseinsatz der Polizei gegen die protestierenden Bauern entstanden sein könnte und nicht durch Pfefferspray-Einsatz der Bauern selbst. 3112 zu 29. Sagan scheint es besser zu gehen. Peter Sagan entfernt sich vom Wagen des Tourarztes und rollt zurück ins Peloton. Dem Weltmeister geht es wohl besser. 3112 zu 28. Lapatient diskutiert mit Prudhomme. UCI-Präsident David Lapatient ist auch an der Strecke und beratschlagt gerade mit Tourboss Christian Prudhomme, wie es weitergehen soll. 3112 zu 26. Sagan unter den Opfern. Betroffen ist von dem Pfefferspray auch Peter Sagan, der sich beim Tourarzt ein Fläschchen mit Augentropfen anschaut, das Zeug aber noch nicht in seine Augen
kippen will, 3112 zu 24 pro Tommel bei den Fahrern. Tourboss Christian Potommel ist bei den betroffenen Fahrern und erkundigt sich nach dem Gesundheitszustand. 3112 zu 23 Rennen neutralisiert. Mehr als ein Dutzend Fahrer werden gerade behandelt. Da wird vor allem Wasser in die Augen gespritzt, um die Reizung in den Griff zu bekommen. 3112 zu 22 Peloton wird angehalten. Die Rennleitung entscheidet sich zu einer Unterbrechung des Rennens. Eine ganze Reihe von Fahrer sind von dem Pfefferspray-Angriff betroffen. 3012 zu 21 Pfefferspray-Einsatz durch Zuschauer. Offensichtlich haben die Bauern die Fahrer mit Pfefferspray attackiert. Mehrere Fahrer haben das Zeug in die Augen bekommen, darunter Heinrich Hausler. 2912 zu 20 Zwischenfall durch Bauernprotest. Eine Gruppe von Bauern hat die Straße mit Heuballen versperrt. Sehr wahrscheinlich wollen sie mit dieser Aktion auf die schlechten Bedingungen für Bauern in Frankreich aufmerksam machen. Das Feld muss gesteuert durch die Polizei hart bremsen und an den Heuballen vorbeifahren. 2812 zu 19. Viele Fahrer sitzen nach. Das Szenario bleibt gleich. Sofort wollen mehr als ein Dutzend Fahrer hinter der Gruppe her. 2712 zu 18. Die nächsten Attacken nach der Kuppel geht gleich die nächste Gruppe mit gut 12 Fahrern. Dabei ist wieder der spanische Meister Gorka Izagirre sowie auch der Bergtrikotträger Julian Alaphilippe. 2612 zu 16 De Klerk wieder abgehängt. Für Tim De Klerk wird das heute ein ganz schwerer Tag. Am kleinen Anstieg verliert der Belgier vom Quickstep-Team sofort wieder den Anschluss ans Hauptfeld. 2512 zu 15 Bagui heult den Bergpunkt kurz vor dem Gipfel des Côte de Fenjo. Attackiert Bagui aus dem Feld heraus und sichert sich an der Kuppe den einen Bergpunkt. In der Bergwertung hat Bagui damit nur noch 21 Zähler Rückstand auf den führenden Alaphilippe. 2412 zu 11 Anstieg zur Côte de Fenjo. Am Anstieg zur Côte de Fenjo geht Arndt jetzt selbst in die Offensive, kommt aber nicht entscheidend weg. 2312 zu 10 erste Frustration im Feld macht sich langsam Unmut breit. Ein Fahrer von Direct Energy schlägt auf seinen Lenker, weil er nicht aus dem Feldweg kommt. 2312-09 Arndt lauert auch. Niklas Arndt würde heute gerne mit in die Fluchtgruppe. Der Sunweb-Helfer von Tom Dumoulin lauert an der Spitze des Feldes und schaut sich immer wieder zu den Konkurrenten um, um keinen Antritt zu verpassen. 2212-07 wieder alle beisammen. Vor dem Anstieg scheint die Fluchtgruppe jedenfalls nicht mehr zu entstehen. Das Peloton fährt geschlossen in Richtung Bergwertung. 2112-07 erste Bergwertung. Gleich geht es den ersten kategorisierten Anstieg des Tages zur Côte de Fenjo hinauf. Der Anstieg der 4. Kategorie ist 2,4 Kilometer lang und im Schnitt 4,9% steil. Leicht bildet sich dort die Fluchtgruppe des Tages. 2012-05 Bora Hansgrohe attackiert. Vorne gehen die nächsten Attacken mit Jérôme Cousin und gleich drei Fahrern von Bora Hansgrohe. Nicht dabei ist ausnahmsweise Peter Sagan. 1812-04 De Gendt am Ende des Feldes. Thomas De Gendt scheint sein Pulver schon verschossen zu haben. Der Ausreißerkönig rollt jetzt am Ende des Feldes mit 1712-03 De Klerk wieder im Feld aufatmen. Bei Tim De Klerk, der Belgier, stellt den Anschluss ans Feld wieder her, schüttelt gleichzeitig aber mit dem Kopf. Er scheint schwer angeschlagen. 1612-01 keiner kommt weg. Nach dem kleinen Anstieg schließt sich das Feld wieder zusammen. Die Gruppe um Bagui und Gorka Izagirre ist eingeholt. 1512-01 De Klerk in Schwierigkeiten. Das hohe Tempo im Feld fordert seinen Tribut. Mit Tim De Klerk vom Team Quickstep verliert der erste Fahrer hinten raus den Anschluss ans Peloton und muss gerade mächtig kämpfen. 1411 zu 58 Bagui tritt an ihn. Der ersten kleinen Welle geht Bagui. Auch Gorka Izagirre probiert sein Heil in der Flucht. 1411 zu 58 geschlossenes Feld. Die vielen Fahrer, die zu De Gendt hin wollen, ziehen das große Peloton mit sich und schon haben wieder ein geschlossenes Feld. 1311 zu 57
50 mehrere Fahrer. Setzen nach aus dem Hauptfeld springen eine ganze Reihe von Fahrern hinter De Gendt her. 1211:56 De Gendt setzt sich ab, sitzt diese Attacke. De Gendt stiefelt sich los und reist gemeinsam mit dem Franzosen Jérôme Cousin und dem Belgier Guillaume van Kieswijk ein Loch zum Peloton. 1111:54 Geschke am Ende des Feldes. Simon Geschke bekommt heute kein Go, um noch einmal in die Ausreißergruppe zu gehen. Der Helfer von Tom Dumoulin fährt ganz am Ende des Pelotons neben Dan Martin her. Auf der 14. Etappe am Samstag hatte Geschke aus einer Ausreißergruppe heraus den 6. Platz belegt. 1011:53 De Gendt führt Peloton wieder heran. Thomas De Gendt setzt nach in seinem sogenannten Zieht der Belgier aber das ganze Welt wieder an Van Marke und Smith heran. 811:52 Van Marke und Smith greifen an mit SEP. Van Marke und Dion Smith setzen sich zwei weniger bergfeste Fahrer aus dem Peloton ab. Zur Erinnerung, die ersten 137 Kilometer der Etappe sind weitestgehend flach. 711:50 Pollitt will weg. Pollitt ist weiterhin einer der Initiatoren der Fluchtgruppe, noch setzt das Peloton aber immer wieder nach. 511:49 noch 148 Fahrer im Feld. Das Peloton ist im Vergleich zum Start in Normandie vor gut zwei Wochen deutlich ausgedünnt. Nach dem Ausschluss von Gianni Moscon und der verletzungsbedingten Aufgaben von Serge Pauwels und Damien Hausen befinden sich noch 148 der ursprünglich mal 176 Fahrer im Feld. 311:46 zahlreiche Fahrer in der Attacke. Das Tempo ist am Start erwartungsgemäß enorm hoch. In der ersten Gruppe sehen wir neben De Gendt auch Niels Pollitt, der bislang mehrfach vergeblich versucht hat, in eine Ausreißergruppe zu springen. 111:44 scharfer Starterfolg. Tourboss Christian Prudhomme gibt das Rennen frei und sofort zieht Thomas De Gendt das Tempo an der Spitze des Feldes kräftig an. 11:42 Alaphilippe in Lauerstellung. Alaphilippe arbeitet sich mittlerweile vom Ende des Feldes nach vorne, um beim scharfen Start in einer guten Position zu sein. Wir sind gespannt, wie schnell sich die heutige Fluchtgruppe bilden wird. 11:41 Kampf ums Bergtrikot. Drei ziemlich sichere Tipps für die Ausreißergruppe sind heute Julian Alaphilippe, Warren Barguil und Rafał Majka. Das Trio kämpft nicht nur um Etappensiege, sondern auch um das Bergtrikot, das aktuell auf den Schultern von Alaphilippe liegt. Am Schlussanstieg gibt es heute erstmals bei dieser Tour die doppelte Punktzahl an Bergpunkten zu gewinnen. Nicht mehr eingreifen kann Serge Pauwels, der in der Bergwertung drittplatzierte Belgier, stürzte bei der Etappe am Sonntag auf der Zielgeraden und brach sich dabei den Ellbogen. 11:36 Einrollen im Feld. Das Einfahren in der neutralisierten Zone führt über 6,4 Kilometer. Beim berühmten Kilometer 0 dürfte es dann gleich Attacken geben. Viele Fahrer werden heute in die Ausreißergruppe wollen, denn die Chance auf den Sieg aus einer Fluchtgruppe heraus ist beim Blick auf die große Hitze und das Etappenprofil sehr groß. Das Peloton dürfte die ersten flachen 140 bis 150 Kilometer ruhig angehen, um Körner zu sparen. 11:30 neutraler Start. Pünktlich um 11:30 Uhr rollt das Feld in Carcassonne los. Vorne fehlt der Bergtrikotträger Julian Alaphilippe, der normalerweise in Reihe einer neben den anderen Trikotträgern Chris Froome, Peter Sagan und Pierre-Roger Latour starten soll. 11:24 Sagan vor Tourrekord. Kommt Peter Sagan heute ins Ziel, stellt der Weltmeister einen Rekord auf. Er hätte dann rechnerisch bereits das grüne Trikot sicher, auch wenn er im weiteren Verlauf der Tour keinen einzigen weiteren Zähler mehr in der Sprintwertung holt. Schon nach 16 Etappen stand der Sieger der Wertung nie zuvor fest, wenngleich Sagan natürlich noch das Ziel in Paris erreichen muss, um zum 6. Mal die Sprintwertung zu gewinnen. 11:202:2016 Froome siegt nach atemberaubender Abfahrt. Chris Froome hat an den Zielort Bad Nerys-de-Luchon beste Erinnerungen. Vor zwei Jahren gewann der viermalige Toursieger hier die damals 8.
Etappe nach einer waghalsigen Abfahrt ins Ziel, damals allerdings vom gegenüber dem Col de Portillon liegenden Col du Pyrus wurde. Die Bilder sind unvergessen, Froome etablierte damals eine neue Abfahrtstechnik, auf dem Oberrohr sitzend und mit der Brust auf dem Lenker liegend strampelte Froome die steile Abfahrt herunter und nahm allen an der Bergkuppe noch zeitlich liegenden Fahrern viel Zeit ab. Vieles spricht dafür, dass Froome heute in der Zielabfahrt ähnliches Risiko eingehen wird, um näher an sein gelbes Trikot heranzukommen. 11.14 Uhr Dumoulin jagt Sky Doppelspitze. Die größte und wohl auch einzige Gefahr für das Sky Duo geht von Tom Dumoulin aus. Der Giro-Sieger von 2016 und Giro-Zweite von 2017 liegt im Gesamtklassement 1 Uhr 50 Minuten hinter Thomas und nur 11 Sekunden hinter Froome. In den Bergen hielt der Niederländer bisher immer mit den beiden Sky-Chefs mit. Ich bin besser als beim Giro unterwegs, komme die Berge besser hinauf, sagt Dumoulin, der die letzte Tourwoche ohne großen Druck angeht. Wenn ich alles gegeben habe und am Ende Platz 3 steht, bin ich zufrieden. Dumoulin lauert aber auf der Zeitfahren. Am kommenden Samstag, wo er entscheidende Sekunden auf Thomas und Froome gut machen könnte, 11.10 Uhr Froome, Thomas hat freie Fahrt, Thema Nummer 1 im Peloton ist die Frage, darf gerein Thomas die Tour gewinnen? Sein Kapitän Chris Froome beantwortet das mit einem überraschend klaren Ja. Sollte er selber eine Schwächephase erleiden, sollte der gesamtführende Thomas nicht auf ihn warten. Solange ein Sky-Fahrer in Paris oben auf dem Podium steht, bin ich glücklich, sagte Froome, wir sind in einer großartigen Position. Es ist nicht unsere Aufgabe zu attackieren. Die anderen Fahrer müssen versuchen, Zeit auf uns gut zu machen. Bei Sky wäre es ein Novum, die Teamstrategie zu ändern. 2012 hatte Froome selbst zugunsten von Bradley Wiggins seine Ambitionen zurückstecken müssen, im vergangenen Jahr wurde Mikel Landa zugunsten von Froome eingebremst. 11.43 Uhr Bergklassiker in den Pyrenäen. Die ersten 137 Kilometer sind heute weitestgehend flach, danach geht's dann aber mit drei Bergklassikern der Tour zur Sache, dem Col de Porte d'Ape, 5,4 Kilometer a 7,1%, 2. Kategorie, dem im Schnitt 8,1% steilen und 6,9 Kilometer langen Anstieg am Col de Mente 1. Kategorie, sowie nach einer rasenden Abfahrt dem finalen Anstieg zum Col du Portillon 1. Kategorie, der auf 8,3 Kilometern Länge im Durchschnitt 7,1% steil ist. Der letzte Gipfel des Tages ist 10 Kilometer vor dem Ziel erreicht. Ausreißer oder Favoritengruppe, wer sich danach todesmutig in die schwere Abfahrt stürzt, wird die 16. Etappe für sich entscheiden. 11 Uhr die Pyrenäen warten. Hallo und herzlich willkommen zur 16. Etappe der Tour de France. Das größte Radrennen der Welt geht in die heiße Phase. Die Pyrenäen stehen vor der Tür, drei Bergetappen in 4 Tagen sind hier zu bewältigen. Den Auftakt macht heute das mit 218 Kilometern enorm lange Teilstück vom nordöstlich der Bergkette zwischen Frankreich und Spanien gelegenen Carcassonne nach Bad Nerez-de-Luchon, das schon zum 59. Mal Etappenort der Tour ist. Schon 1910, als die Tour erstmals die Pyrenäen für sich entdeckte, endete hier eine Etappe. Punkt. Der neutrale Start erfolgt um 11.30 Uhr, 10 Minuten später geht es bei Kilometer 0 in die Attacke.